Mario hat im kleinen, aber feinen Seeland definitiv den ein oder anderen Freund dazugewonnen, der selbst während des Schlafens seine, ja, doch sehr umfangreiche Nase warm hält. Sehr nett. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Obwohl wir die Bruders aus dem Land vertrieben haben und somit den Frieden wiederhergestellt haben, ist das Brautkleid dennoch entwendet worden. Und das ist natürlich nicht so gut. Also Bowser ist jetzt schon mit Peach, mit einem Ring und mit einem Brautkleid über alle Berge. Das verunsichert mich langsam ein wenig. Och, du Scheiße! Das verunsichert mich auch. Was geht ab? Wow, was ist das für ein Effekt hier? Hä? Okay. Naja, wie dem auch sei. Das Seeland war bislang eher ein etwas, ja, ruhigeres Land. So viel ist hier nicht abgegangen, aber ich befürchte, dieser Challenge-Raum hier, der hat es wieder in sich, oder? Da wird es abgehen. Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass hier irgendwo unsichtbare Blöcke sein müssen, aber ich komme nicht drauf. Hey, hier gibt es doch definitiv irgendwo ein Secret, oder? Naja, gut. Ach halt, nein, ich bin so dumm. So geht's. Ja, ist das vielleicht schon ein geheimer Mond? Nein? Na gut, wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach gewesen, ich gebe es zu. Ja, dann stellen wir uns doch mal der Aufgabe hier. Was geht da ab? Aber diese Blöcke alleine, die erzeugen bei mir schon ordentlich Respekt. Ich muss da nämlich immer so ein bisschen an Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy denken. Und zwar an die, ja, doch etwas schwierigeren Missionen. Wow, und man kann Fuzzies in diesem Game nicht mit Cappy besiegen. Das sind die ersten Gegner, die wir nicht killen können. Alles andere als gut. Naja, ich wollte gerade fragen, bin ich hier überhaupt richtig? Bin ich nicht, aber dafür haben wir 3 weitere Schuppenmünzen gefunden und es fehlen uns nur noch 3, bis wir alle 50 hier im Seeland haben. Also theoretisch können wir schon gehen. Die Brudal-Mission war tatsächlich die einzige hier. Also zumindest von den Hauptmissionen. Aber es gibt ja noch ein paar kleinere und jetzt, wo die Brudals verschwunden sind, ist... Alter. Ist es noch ein Ticken idyllischer geworden hier und einige Dinge, ja... wurden freigeschaltet. Das schaue ich mir jetzt noch ein bisschen an. Wow, bevor wir dann Backtracking betreiben. Aber ich glaube, ich sollte mich jetzt eher auf das konzentrieren, was hier abgeht, weil das ist zumindest, was die Geschicklichkeitspassagen angeht, bisher das Schwierigste, was wir bislang in Odyssey vorgesetzt bekommen haben. Uiuiui. Ui, ui. Ja, jetzt wollen es die Entwickler so langsam wissen, ne? Aber daran sieht man auch, die heftigsten Missionen kommen immer erst, nachdem man die Hauptmissionen durch hat, ne? Wird immer erst danach... halt, hier ist zu Ende? Ah, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Kann man da drauf stehen? Doch, müsste gehen, müsste gehen. 100% ist ganz oben noch ein geheimer Mond. Ja. Muss ich leider warten. Ich hab's noch versucht, mit Styland irgendwie hinzukriegen, aber ich war zu lahm. Ja, ja, aber da ist was. Das hat man ja auch schon gesehen, als man auf diese Blume gesprungen ist. Dass da so ein Hohlraum war, ja klar. Und dann haben wir hier den ersten Power Moon. Akrobatische Zugabe nennt sich der, okay. Und hier ist der nächste. Yes! Ich bin noch drauf gelandet. Ich wollte nicht den Boden berühren. Nein. Das musste schon glatt übergehen. Vom einen in den anderen Mond. Okay, wir haben es ohne Fail geschafft, aber das hat schon ein bisschen was abverlangt. Also war jetzt nicht schwer oder so, aber auf jeden Fall herausfordernder als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich fand diese Welt doch recht einfach. Ja. Finde aber
es ist auch irgendwo gerechtfertigt, dass man... Ah, der Fels da unten ist weg. Jetzt können wir auch da mal reinschauen. Nee, ich finde es auch irgendwo gerechtfertigt, dass nach der Wüste, wo ja wirklich ziemlich viele Hauptmissionen aufeinander folgten, dass jetzt mal ein bisschen runtergefahren wird und eine etwas chilligere Welt kommt. Aber wohl auch nur auf den ersten Blick. Was ist hier los? Warum heulst du schon wieder? Ich dachte, ich habe euch jetzt alle wieder zufriedengestellt. Ich möchte es ja wirklich reparieren, aber es wiegt einfach viel zu viel. Wovon sprichst du? Dein Hintern? Ach, sieh mal an. Was? Oh nein, ein Puzzle. Oh, okay, okay. Dammit, ich bin aber ein Volllappen, was Puzzle angeht. Ein richtig krasser Lappen. Ich glaube, ich muss nach ganz hinten und dann einfach... Nee. Eben nicht. Eben nicht, Junge. Warte. Damn. Ich weiß, ich blamier mich immer bei Puzzle-Missionen. Ihr könnt auch jetzt gerne wieder über mich lachen. Ist okay, ist okay. Ich weiß es doch selbst. Wahrscheinlich habt ihr es schon dreimal gelöst gehabt. Oh, warte, das könnte... Nein! Ja, stimmt, es muss andersrum sein, ne? Ja. Ich bin ein hoffnungsloser Fall! Nein, warum muss es solche Monde in Mario Odyssey geben? Das Spiel hat hiermit seine 10 von 10 Wertung verspielt. Dann Spaß. Konzentrier dich jetzt mal. Junge, das kann nicht sein. Oder kann ich das nochmal resetten, bitte? Weil das ist so furchtbar. Scheiße! Ich habe das mir so verwurstet, ich will das nochmal von vorn beginnen. Boah, Alter, nein, bitte, sag nicht, dass ich das schneiden muss. Das wäre natürlich der Gipfel der Peinlichkeit. Es ist mit Sicherheit so einfach. Wahrscheinlich nur so 3-4 Züge und dann ist es vorbei. Ich bin halt wirklich ein Opfer, ne? Ich bin halt... Aber warte, wenn ich so weitermache... Nee. Aber es dreht sich dann immer ein Stück weiter. Ich glaube, ich hab's jetzt langsam. Oh, bitte. Lass das endlich enden hier. Jetzt noch einmal, dann passt's doch, oder? Nee, scheiß passt's. Ey, jetzt zerreißt mich in der Luft, aber ich glaube, ich werde das hier skippen müssen fürs Erste. Ich bin zu dumm dafür. Nein, warte. Oh! Ich tue jetzt so, als hätte ich irgendwie die Welt gerettet, aber... Komm, kein Wort mehr verlieren darüber, kein Wort. Gibt's hier noch einen weiteren Mond oder kann ich gehen? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Aber auch wenn ich ein Lappen in sowas bin, ich fand das jetzt gar nicht so einfach. Also, ein bisschen kann ich das schon auch einschätzen. Oder?
Oder sagt ihr mir alle jetzt, es war Baby einfach? Kann sein, kann sein, kann sein. Komm, wir gehen wieder. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Too much cringe. Ja, ich sehe es aber positiv. Jetzt kann ich den Part wenigstens nicht mehr versauen. Nee, ist schon versaut. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Okay, es gab noch eine Mission mit einem Cheep Cheep. Die fällt mir jetzt gerade noch ein. Und ich glaube, weiter oben habe ich noch was gesehen. Vorsicht, wir saufen gleich. Am besten teleportieren wir uns. Ach, shit. Geht während des Sprungs nicht. Ähnlich wie in Mario 64 oder in Sunshine, wo du gesprungen bist, dann kannst du nicht aus der Welt rausgehen. Das machen die Entwickler, glaube ich, um so einen Fail, der passieren würde. Also um einem nicht die Möglichkeit zu geben, diesen Fail zu umgehen. Naja, du musst sicheren Boden unter den Füßen haben. Erst dann kannst du dich teleportieren oder aus der Welt raus. Okay, naja. Also an den Seiten ist nichts, aber was ich gesehen habe, ist diese Vogelscheuche. Auch in der Wüste habe ich schon mal eine Vogelscheuche gesehen. Ah, okay. Und die lassen so ein kleines Blockrätsel erscheinen, wo man dann aber keinen Cappy hat. Okay. Oh, shit. Hä? Wie soll man das denn ohne Cappy machen? Ah, warte, ich habe eine Idee. Ich bin das so richtig dumm angegangen. Es ist so easy. Das war jetzt wirklich einfach. Also im Vergleich zu dem Puzzle-Ding war das einfach. Da schäme ich mich dann aber auch wirklich, dass ich das nicht first tried habe. Bei dem Puzzle sage ich, okay, das ist halt nicht so mein Ding, ne? Aber das hätte man auch first tryen können. Okay, die letzte Mission, die mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist, die wir machen. Oh, schöner Hechtsprung, geil. Das ist die mit dem Cheep Cheep in der Kuppel. Also schnappen wir uns einen so ein Vieh. Wie gesagt, bestimmt gibt es noch mehr, weil man schaltet ja jetzt auch eine Menge frei, nachdem man... Ah, ich sehe sogar gerade was. Warte mal. Man schaltet eine Menge frei, nachdem man die Hauptmission gemacht hat. Es gibt hier irgendwo einen Samen? Wirklich? Warte. Den finden wir. Der kann ja eigentlich nur hier in dieser Kuppel sein. Rein logisch betrachtet. Moment, sind diese Blöcke hier nicht neu? Hey, hier waren doch irgendwo Blöcke. Ah, halt! Da geht's rein, da geht's rein! Was machst du hier? Also, nicht, dass ich dich irgendwie beim Umkleiden störe oder so. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm dies als Belohnung. Oh. Okay. Danke. Unser geheimes Kämmerlein. Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis. Ah, ich verstehe. Allein wie sie gerade so gemacht hat, so. Sie ist so richtig verknallt in mich. Ja, 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 ja. Aber irgendwo habe ich doch noch Blöcke gesehen. Vielleicht ist da der Samen drin. Ah ja, da. Leider nein. Aber wir finden den schon noch. Pass auf, pass auf. Ich habe noch eine weitere Idee. Hier, dort drüben. Da war ja auch so ein Secret. Im letzten Part haben wir hier nur Münzen gefunden. Dang, und diesmal auch. Shit, ich war mir sicher, dass der Samen dort ist. Hä, aber wo denn dann? Gibt ihr einem einen Tipp? Ich wollte eigentlich Blumen pflanzen, aber ich habe meine Samen in einen stacheligen Tunnel verloren. Ein stacheliger Tunnel? Also das hier ist ein Tunnel. Ob er stachelig ist, das weiß ich nicht. Da waren wir noch nicht unten, aber... Okay. Wenn sie das so sagt, dann überprüfen wir das einfach mal. Ich frage mich aber schon, wie soll ich das Ding dann an die Oberfläche bringen? Naja, mal sehen. Oh ja, okay. Das mit Cheep Cheep zu machen war eine gute Idee. Und selbst Cappy gibt mir gerade Lob. Jetzt brauchen wir keine Luft mehr. Also mit Mario wären wir niemals im Leben da runtergekommen. Aber das hat man von weit oben ja auch schon gesehen. Captain Toad?
Bro, was machst du hier? Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Yep, ich bin's wirklich. Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Also, Schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hierher gekommen bin. Freue ich mich ehrlich gesagt auch. Oh, aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond entdeckt. Den schenke ich dir. Okay. Ja, dann Dankeschön. Lass uns schwimmen, Captain Toad. Gibt's den in jeder Welt? Weil ich weiß, dass er in Yudong City zu finden ist. Und wenn er auch in dieser Welt ist, könnte das bedeuten, dass man ihn in jeder Welt irgendwo finden kann. So ist hier unten jetzt noch mehr. Weil den Samen habe ich ja jetzt nicht gefunden. Allerdings ist das hier auch kein stacheliger Tunnel. Hä, ich check den Tipp irgendwie nicht. Weil die Röhre bringt mich ja nur wieder nach oben, ne? Fuck. Und wir haben immer noch nicht die letzten lila Coins gefunden. Wo sind denn die? Moment, ich schaue jetzt einfach mal, ob sich hier oben noch was aufgetan hat. Stacheliger Tunnel. Ey, kein Plan. Was meinten die Alte? Okay, die Blöcke da sind neu. Aber da werden wahrscheinlich auch noch ein paar Goodies drin sein. Oh, hier wäre ein Königsherz gewesen. Ja gut, jetzt bringt das natürlich nicht mehr viel. Hätten wir im Kampf gegen die Brudas nutzen können. Ah, ich glaube, die Blöcke sind doch nicht neu. Ich erinnere mich wieder an die. Boah, ey. Ich habe echt keinen Plan, wo der verdammte Samen ist. Mal angenommen, man kann ihn transportieren und währenddessen schwimmen. Dann... Halt, warte mal. Stacheliger Tunnel könnte auch bedeuten... Hey, da vorne, da ist eine weitere, Vogelscheuche, die ist auch neu. Aber stacheliger Tunnel könnte auch bedeuten, der Tunnel da unten. Ich glaube, ich gucke da gleich mal nach. Hä, was geht da ab? Was? Ach so! Da unten, da unten, da unten! Ich habe mich schon gefragt, was soll das? Seeland, Tic-Tac-Turnier 1. Hieß der Mond vorher auch irgendwas mit Tic-Tac-Turnier? Weil dann haben wir jetzt schon zwei dieser Monde. Wir können ja auch jederzeit die Liste aufrufen und uns ein bisschen daran orientieren. Aber ich glaube, ich schaue mich jetzt lieber noch grob etwas um. Lakitu! Ja, moin! In der Wüste haben wir ihn bereits angetroffen. Und mit ihm schon mal einen Mond geangelt. Versuchen wir das doch gleich nochmal. Na komm, beiß an. Njam, njam. Lecker Schmecker. Als ob. Also irgendwie sind die Fische hier gesättigter als in der Wüste. Okay, verständlich. Ja, wo ist denn der Große jetzt hin? Weil ich glaube, man kriegt den Mond nur vom Großen, oder? WTF? Ah, da! Okay, komm, jetzt muss es hinhauen. Jetzt muss es hinhauen. Beiß an! Beiß schon an! Ich war nie gut im Angeln, sorry. Hallo. Das hat mich in The Legend of Zelda auch immer aufgeregt. Aber wie dumm ist dieser Fisch? Der schwimmt die ganze Zeit gegen die Mauer. Aber es hat noch kein einziges Mal vibriert. Ist das ein bisschen verbuggt oder so? Weil in der Wüste ging es auf jeden Fall besser von der Hand. Hä? What?
Hallo? Ey, ich raste gleich aus. Keiner von denen will anbeißen. Ah, doch, jetzt. Yo! Alter, du hast ja mächtig Zeit gelassen. Jesus Christ. Richtig ätzend, Mann. Okay, haben wir hier noch irgendwas Neues jetzt? Ich komme immer noch nicht auf diesen verdammten Samen klar. Das lässt mir auch keine Ruhe. Ich will den unbedingt finden. Naja, also hier scheint nichts zu sein. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Oder diese leuchtenden Orte, die... Nee. Die vorher immer, Münzen oder Goombas beinhalteten. Ja, da dachte ich vielleicht, dass sie jetzt Powermonde haben, aber nein. Okay, nochmal Katzen-Mario. Schön und gut, ne? Ja, aber dann würde ich fast sagen, sind wir fürs Erste durch mit der Welt. Weil... ich finde nichts mehr. Ich kann halt jetzt höchstens noch einmal mit dem Cheep-Cheep in diese Höhle tauchen. Aber das war ja auch keine stachelige Höhle. Habe ich vielleicht falsch gelesen? Auch das schließe ich mittlerweile nicht mehr aus, weil der Tipp macht wirklich gar keinen Sinn. Gleichzeitig muss ich mich aber fragen, wo die letzten Münzen sind. Ich finde sie ja auch nicht. Also, irgendeinen geheimen Bereich habe ich scheinbar noch nicht entdeckt. Ach, halt, das sind dann aber doch Stacheln. Halt, wartet mal, Leute. Gucken wir doch mal. Vielleicht gibt es hier jetzt einen neuen Gang oder so. Oder hier in der Schatztruhe ist jetzt kein Mond mehr drin, sondern der Samen. Nein. Hä, aber dann macht das doch keinen Sinn. Es muss hier noch irgendwo... Ja, da! Da ist der scheiß Samen! Das löst zwar mein Problem mit den Münzen nicht, aber immerhin. Oder finde ich die vielleicht jetzt hier irgendwo? Nee. Ja gut, wie kriege ich den Samen jetzt da hoch? Nein! Nicht in die Stacheln lenken! Nein! Mario, nimm das Ding! Ja! Hoch mit dir, hoch! Jo, gut. Alter. Ich glaube, diese Samenmissionen, die werden sehr schnell zu meinen Hassmissionen werden. In der Wüste musste man einfach nur weit laufen, aber hier war jetzt schon einiges an Aufwand mit dabei. Und wir sind noch nicht durch. Halt! Dieser Reißverschluss, habe ich den schon mal gefunden? Ich hoffe, der Samen verpufft jetzt nicht. Das wäre doof. Habe ich nicht! Hier sind die letzten Münzen! Nice! Wir haben alle lila Coins im Seeland! Juhu! Da freut er sich, der Mario. Ja, wunderbar. Okay, dann folgender Plan. Wir bringen den Samen jetzt noch schnell rein in die Kuppel. Dann müssen wir ja sowieso warten, bis da später irgendwann ein Powermond gedeiht. Und wir geben unsere Lila-Coins aus, damit wir im Seeland schon mal alle ausgegeben haben. Zählt ja auch zu den 100%. Man kann sich damit ja eine Menge kaufen. Nee. So. Außerdem wird die Odyssee dann hübscher. Kann ich jetzt einfach... Okay, gut. Alles gut. Alles wunderbar. So. Hier hast du ihn. Ach halt, noch eine Ebene weiter runter, ne? Genau. Dann kann ich abschließend mich nochmal wiederholen. Also es ist eine schöne, kleine, idyllische Welt. Nicht ganz so spektakulär wie die Wüste. Auch nicht so krass wie das Kaskadenland, obwohl wir da ebenfalls schnell durch sind. Oder durch waren, aber wir gehen gleich wieder zurück, um neuen Stuff zu holen. Aber sehr schön zum Entspannen und ich finde, kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ne, in der Wüste wurde uns schon einiges abverlangt. Ich denke auch, dass die Wüste eine der größten Welten des Spiels ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den 69 Monden. Das ist ja schon ziemlich viel. Ne?
Okay, dann geben wir schnell die Coins aus. Und bekommen dafür einen Seeland-Sticker. Okay. Der wird auf die Odyssee geklebt. Cool. Dann einen Dory. Und so eine Unterwasserkuppel als Schneekugel-Version. Geil. Geht natürlich genau auf. Alle Münzen ausgegeben. Und wir können zurückblicken auf 23 von 33 Monden. Wo jetzt die letzten 10 sein sollen, null Ahnung. Also ich habe wirklich gar keinen Plan. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Und in der nächsten Folge geht's dann zurück ins Hutland. Bin mal gespannt, was sich da getan hat.